den Tabak behalten wir natürlich im Inventar, sonst rauchen die mir den weg. Was mache ich da? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Holz? Ach, scheiße. Ja, rausschmeißen. Holz. So. Wird ausgeführt. Es ist scheiße, dass man da ringsrum fahren muss. Aber naja. Obwohl, ganz ehrlich, ihr sollt euch ausbauen. Ja, guck. Oh, geil. Wir gehen wieder ins Plus. Das ist doch schön. So, wo ist das Schiff? Das Schiff, das kommt. So, an einem Flussufer. Ja, guck. Also hier muss das Artefakt sein, hundertprozentig. Also wir müssen, um diese Siedlung zu besiedeln, müssen wir, um auf diese Insel gehen zu dürfen, müssen wir diesem Heini da, ne? Dem... Wie sieht es aus? Habt ihr die Tabakwaren dabei? Hab ich bald, mein Freund. Der Typ ist, um es mal auszudrücken... um es mal einfach mal anzubringen. Der Typ ist beim Endlos-Spiel ist er sehr, sehr angenehm. Vor allen Dingen als Bündnispartner oder Handelspartner. Das ist richtig geil. Dann. So. Ausladen. Schon hier. Ah, haben wir wenigstens genug. So. Als erstes ziehen wir jetzt einen Weg. So. Jetzt. Brauchen wir die Endproduktion. Also da. Jetzt brauchen wir die Tabakplantage. Hier eine hin. Hier eine hin. Hier eine hin. Ziegel. Wir müssen Ziegel holen. Aber schnell, Freundchen. Ziegel. Boah, das war knapp, leck mir am Arsch. Okay, wir müssen keine Ziegel holen. So. So, jetzt verbinden wir das Ganze noch hier mit. Dann können die nämlich auch abholen gehen. So. 4 und 5. Geil, das wird richtig geiler Tabak. Tabak. So, du gehst jetzt erstmal wieder die Tabakkiste einsacken. Dann haben wir die nämlich wieder. So, wie sieht's denn hier aus? Die wollen aufsteigen. Ja, dann machen wir die in jedem Fall, ne? Jetzt sind wir schon wieder im Minus wegen der Tabak. Alter! Okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, Holz haben wir ja ziemlich viel. Obwohl, das brauchen wir noch für die Werkzeugproduktion, ne? Hier mal ein bisschen noch. Und hier mal noch ein bisschen. Und da noch mal ein bisschen. Dann können wir nämlich eine abreißen. Dann können wir da nämlich dazwischen noch mal ein paar Hütten platzieren. Eine, besser gesagt. Warte mal, die haben wir jetzt. Sie sind da nicht mehr im Bereich der Kirche. Dann bauen wir doch da nochmal eine. Ah. Dann puff da.
So, der ist jetzt aber nicht mehr im Bereich der Schule. Das ist mir jetzt scheißegal. Wir sollen Kohle reinbringen. Keine Ahnung, warum ich mir jetzt gerade die Mühe mache mit diesem Weg. Wahrscheinlich eher wegen Feuerschutz. Ja, von mir aus. Hoppala. Ja, das hat es jetzt hergebracht. So, Freund, du fährst jetzt wieder da nach unten. Wird ausgeführt. Mal gucken, wie viel haben. Oh, lalala. Ausbauen können wir die nicht mehr, ne? Hätten wir eigentlich noch können. Warte mal, Schiffchen. Guck mal nochmal zurück. Wir holen uns jetzt erstmal noch ein paar Werkzeuge. In ihrem Dorf leben mittlerweile über 500 Einwohner. Ja, und trotzdem geben die keinen Schotter her. Die miesen Huren, ey. Ja, Alter, wir hatten 11.000. Das kann sofort losgehen. Ach. Was braucht man, um ein Kontor auszu... Vier Ziegel brauchen wir noch. Ah, 10... Wollte eigentlich den anderen auch noch ausbauen. Ach, raus wieder. Ach, leck mich doch im Sack. 9, Alter! Die... Pff, überfüllt sich ja hier. Aber ist eine gute Produktion in dem Falle, ne? Oder bekommen die zu wenig da? 100, 100... Da noch ein bisschen Produktivität optimieren. Eine der unnötigsten Knöpfe hier bei Anno 1701. Optimieren. So. Hier ist auch geil der Weg. So, wie sieht's denn hier aus mit Nahrung? Die geht hoch. Ja, ist ja wunderbar. Stoffe, die bleiben. 182. Naja, naja, naja. Aber wenn die Tabak bekommen, sind die glücklich. Da können wir auch aufsteigen in die nächste Zivilisationsstufe und dann gehen wir wahrscheinlich wieder ins Plus. So, Schiffchen. Warte auf Anweisung. So, dann kommt jetzt nämlich schon wieder ein Marktkran. Dann sind da zwei auf beiden Seiten. Guck mal, oh, Alter, wie die ankommen hier. So, 15 Tonnen brauchen wir. Einmal ziehen und einmal 1, 2, 3, 4, 5. Kapitän auf der Brücke. Und ab dafür. Sobald ihr die Tabakwaren geliefert habt, dürft ihr euer Artefakt bergen. Natürlich, mein Freund, natürlich. Dann legen wir hier an. Das heißt, wir brauchen wieder zwei Kontore, um dahin zu kommen. Mal gucken, was kostet denn ein Kontor? Das heißt, wir brauchen 10 Holz und 6 Werkzeuge. 10 Holz, 6 Werkzeuge. Naja, wir können ja nochmal nachgucken, falls ich es vergessen habe. So. Alter, hier ist schon wieder 10. Geile Scheiße. So. Jetzt. Ja, damit mit der Werft. So, kleines Handelsschiff. Und damit machen wir dann die Tabakroute.
Was ist denn jetzt los? Ach, Holz fehlt oder was? Oder die Wege. Rohstoffe fehlen. Ach so. Okay. 12 Holz, ja. Noch eine Tonne. Jetzt noch zwei. So, wir machen unser Schiffchen hier. Ich hab Zuckungen. Eine Ware wird knapp. Ah, Stoffe gehen zur Neige. Ja, wusste ich's doch. Ein Brand zerstört ihre Siedlung. Ach, leck mich am Arsch. Feuerwehr. Also, scheiß mal auf den Brand. Wurde ja gelöscht. Schön. Stoffe werden knapp. Naja, gut. So eine Webstube. Würde ich da sagen, Kontor noch mal hin? Schiffsbau abgeschlossen. Nice. So, Freund. Du gehst von hier. Da wollte ich Handelsroute erstellen. Von Tafelrott. Route nennen wir Tabak. Da lädst du ein. Lecker Tabak. Und hier lädst du aus. Ab dafür. So. Jetzt machen wir aber noch ein bisschen an der Story weiter. Also hier. Schön, ich halte mein Wort. Ihr habt Zugang zum östlichen Teil meiner Insel, damit ihr die Bergung des Artefaktes durchführen könnt. Jawohl. Hier östlich. Ah, da ist noch eine Jägerhütte. Naja, gut. Dann holen wir erstmal Werkzeuge. Da können wir auch mal einladen. Können wir denen schon mal einen Schub geben? Ach, Schule fehlt denen auch noch. Ach, warte. Jetzt waren wir doch erstmal in der Stoffproduktion. So, eine Werbstube haben wir. Und. Oh. Ja, das war jetzt ja scheiße platziert. Naja, egal. Erstmal noch ein Konteuerchen. Dann machen wir da. Dann nochmal eine Schafsfarm. Et voilà. Das bauen wir noch aus. Wunderschön. Ja, kommt ja gleich jemand. Der bringt ja Wolle. Wir sind schon wieder auf 3000 runter. Ist ja nicht mehr normal. So, wie sieht es denn hier aus mit der Handelsroute? 26 Tonnen hat die dabei. Hier haben wir schon wieder 2 Tonnen auf Lager. Wir haben neues Land. Hier kommen schon gesichtet. Wieder. Ach nee. Okay, da hatten wir Marmor. Ich bin schon wieder im Endlosspielfieber. Aber da bräuchte ich ja immer was zu erzählen. Nebenbei, wo ist denn da der Marmor? Ich sehe nur das da. Bin ich jetzt blind? Ist doch Marmor vorkommen. Haben wir eine Ruine? Bin ich jetzt blind oder einfach nur blöd? Entweder bist du auf beiden Augen blind oder einfach nur blöd. Halt, stopp! Ich such Marmor! Ich sehe den nicht. Ich glaube, ich bin blind. Kann man das anklicken und dann kommt man dahin? Kannst du mal auch gucken, mal vorkommen auf dieser Insel. Eins. Ja, Marmor. Ich sehe nicht. Egal. So, jetzt geht's los. Erstmal das da und jetzt kommt der andere Schub. Pam! Und die Leute freuen sich, weil sie Tabak bekommen. So.
1212, padabum pum pum. Ach, leck mich doch am Arsch. Ziegel brauchen wir gar nicht für ein Kontor. Hoppala. Ah. So. Kapitän auf der Brücke. Warte mal, 10 und 6 war das. Beides 10. Können wir nichts falsch machen. So. Gehen wir mal dem Gesellschaft leisten hier. So. Wie sieht's denn hier aus? Schon wieder 12. Ah, das ist eine gute Produktivität. Schade. Da fehlen uns Ziel. Ich hätte es da ganz gerne nochmal eine sechste Plantage hingebaut. Naja, egal. Da kommt schon wieder unser Schiffchen. Das andere verlässt hier gerade den Hafen. So. Ja, ich denke mal, dann wäre das gleich geschafft hier. So. Dann machen wir jetzt aber noch den Aufstieg zu Bürger. Damit wir einfach noch ein bisschen Kohle reinbekommen. So, wer möchte der Erste sein? Oh, guck mal. Wie die Leute Freude haben hier. Keine Ahnung, es tut mir furchtbar leid. Ich bin heute irgendwie... Keine Ahnung. Ich bin schon in Aufnahmestimmung, aber ich habe euch nichts zu erzählen. Ich habe auch keine Themen rausgesucht, weil das eher so eine spontane Aufnahme ist. Euch geht das Geld aus? Aber ihr könnt jetzt unmöglich die Suche nach dem Schatz abbrechen. Du bist so geil. Ihr nehmt diese Truhe voller Münzen und setzt eure Arbeit fort. Also bankrott gehen kann man hier nicht. Naja, wäre jetzt geil gewesen, wenn das Spiel dann nicht gewonnen wäre. Dann hätten wir da besser drauf gucken müssen. Aber ist auch gut so, ne? So, jetzt haben wir Bürger, die können wir da richtig hart an den Kragen nehmen. Der Nächste, der so viel zahlt. Gehen wir immer weiter ins Plus. So, wo ist denn unser Schiffchen? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das da. Ach, nicht dein Ernst. Leck nur mal Arsch. Wegen einem Holzstamm geht denn da der Pisser schon hin? Natürlich nicht. Oh, ein Eimer Holz, bitte. Da geht keiner ran, oder? Ach, scheiß Artefakt. Guck mal, der ist auch Bürger. Schönes, lauschiges Plätzchen hier. Geile Scheiße. Hier so ein bisschen am Strand liegen, ne? Mit einer heißen Braut. Ach ja. So. Kommt denn da der Fluss überhaupt raus? Aus der Ritze. Das ist was Rotes. Ist das eine Krabbe? Oder was ist das? Ah, das rote Knöpfchen da. Keine Ahnung, aber ich finde das so geil gemacht. So. Ausrichten. So, Schiffchen. Ach so, das ist mit der Handelsroute. Hier, da wollte ich hin. Ah, guck an. Einmal ein Holzstamm. Was man nicht alles macht. So, hier wollten noch mehr, Bürger werden, auch wenn das gar nicht mehr so wichtig ist. Aber wenn man es hat, dann hat man es. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Siehste, wenn man es hat, dann hat man es. Ah, jetzt haben wir keine Rohstoffe mehr. So. Was jetzt, wenn ich die eigentlich auch noch? Ja, guck an. Mehr Bürger brauchen wir ja gar nicht.
Jetzt, geil. Guck mal an. Wir sind wieder im Plus, Freundchen. Wir sind wieder im Plus. So, wo bleibt denn unser Schiffchen? Von wo kommt das? Kommt wahrscheinlich von da oben. Ah ne, guck, das hat erst gerade die Insel verlassen. Da machst du aber einen großen Bogen ringsrum, oder? Ach so, der muss da unten. Deine Ware wird knapp. Ja, ja, Stoffe. Kann mich mal Marsch lecken. Erstmal das Artefakt bergen, ja. So. Nein, keine Hütte. So, hol das Ding. Hol es. Hol et. Kapitän auf der Brücke. Ihr seid fündig geworden. Vielleicht ist das ja das legendäre Artefakt. Lasst es mich sehen. Schnell. Artefakte Azteken. Alter, das behalte ich selber. Das sieht so geil aus. schön. Gehen wir zu Puxacuatl. Geben wir es ihm. Geil. Also, Freunde, wir haben es also geschafft, das ganze Ding herzubringen. Stoffe werden knapp, hieß es. Na, 12. Ach, komm, hör doch auf. So. Ach so, da ist auch noch ein Marktplatz. Wieso ist da ein Marktplatz? Da ist ja gar keine Produktion in der Nähe, oder? Also voll bescheuert hier. Ach so, um da weiter ins Land reinzukommen. Oh, hupsala. Das war nicht eine gute Idee. Ja, beruhigt euch mal wieder. Wollte nur gucken, wie ihr reagiert. So. Ach, geil. So. Guck mal, da ist das Schiffchen. Alles so. Einfach rausschmeißen. Einladen. Und dem Typen geben. Adabum! Im Geschäft. Hervorragend. Boah, war das eine schwere Geburt, ey. Dass ich dieses verloren geglaubte Artefakt zu guter Letzt tatsächlich in meinen Händen halte. Es wird einen Ehrenplatz in meiner Sammlung bekommen. So wird dank euch das Andenken an eine beinahe untergegangene Kultur lebendig bleiben. Geil. Wenigstens für mich. Arschloch. Spiel gewonnen. Und wo ist die Belohnung, du alter Knacker? Jawohl, Freunde. Auch dieses Szenario ist geschafft. LOL. Was ist das da? Eine Auszeichnung. Können wir denn die aus eigene Inhalte? Einführung? Nee, ich möchte nichts einführen. Endlos. Ach hier, guck an. Profilverwaltung. Bonustaler. Ach so, das ist so Dings, ne? Na ja, gut, danke vielmals fürs Zusehen, auch bei diesem Szenario. Wir sehen uns beim nächsten Szenario wieder. Danke fürs Zusehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.